Hey, herzlich willkommen. Geht das so? Wenn ich auch mal meine Antimaskaden. Genau. Bei mir geht es heute um Steganographie oder heimliche Kommunikation. Wir haben jetzt schon ganz viel über. Ist das hier besser? Nee, ne? So, ist egal, wo ich stehe, ne? Weiter nach hinten. Hier? Ah, ja, hier ist ganz gut. Ganz viel über Verschlüsselung gehört. Und worüber ich jetzt ein bisschen reden möchte, ist, wann Verschlüsselung nicht ausreicht. Ja, also worum geht es in der Verschlüsselung? In der Verschlüsselung geht es darum, wir möchten den Inhalt einer Nachricht verbergen. Tora hat uns schon gezeigt, Thomas hat es auch nochmal gezeigt, da geht Hello Bob oder Hi Bob über den Ether und dann, was passiert, was geht über das Internet? Da der Chiffretext, der wie irgendwas aussieht, Y Stern A, schieß mich tot. Okay, also mit Verschlüsselung sind wir irgendwie in der Lage, den Inhalt einer Nachricht zu verstecken. Aber was können wir nicht verstecken? Ja, wir können nicht verstecken, dass da eine Nachricht rübergeht über den Ether. Richtig? Wir sehen, Alice schickt eine Nachricht an Bob. In der Steganographie geht es darum, dass ich diese Nachricht, die da gesendet werden soll, irgendwie in unverdächtiger Kommunikation verstecken will. Ja? Also Alice will irgendwie eine wichtige Nachricht an Bob schicken und versteckt die in einer unverdächtigen Nachricht. Das heißt, Alice und Bob schicken sich eh jeden Tag Nachrichten wie, wie ist denn das Wetter heute? Ach, bei mir ist es schön. Aber in diesen Nachrichten sollen wichtige Informationen versteckt werden, sodass das halt gar nicht auffällt, dass da wichtige Informationen übertragen werden. Naja, warum braucht man das? Na, gucken wir uns mal ein Beispiel an, wo Verschlüsselung nicht ausreicht. Zum Beispiel gab es vor einigen Jahren diesen Arab Spring, also diese Revolution im arabischen Raum, in dem halt die Bevölkerung auf die Straße gegangen ist gegenüber irgendwelchen unterdrückenden Regimen. Und ja, die Demonstranten waren schon schlau. Die haben schon Verschlüsselung benutzt. Die haben also, um sich abzusprechen, verschlüsselte Nachrichten gesendet. Problem, naja, dieses Regime hat halt auch die ganze Internet- und Netzwerkinfrastruktur kontrolliert. Das heißt, was die gesehen haben, war, hey, ich weiß zwar nicht, was die da alles kommunizieren, aber ich sehe ja, dass da ganz, ganz viele Ciphertexte über den Ether gehen. Da geht ganz viel, was für mich aussieht wie Quatsch über den Ether, das sind wohl verschlüsselte Nachrichten. Und was haben sie gemacht? Sie haben das Internet abgestellt, damit die Leute keine Informationen mehr austauschen können. Okay, wo ist das Problem? Sie waren nicht in der Lage rauszubekommen, was da abgesprochen wird, aber sie waren in der Lage rauszufinden, dass dort irgendwie verdächtige Kommunikation stattfindet. Denn das Senden von Y Stern A und so weiter ist irgendwie eine verdächtige Kommunikation. Irgendwer möchte was verstecken. Was vielleicht einfacher, sinnvoller gewesen wäre, wenn weiter eine normale Kommunikation stattgefunden hätte zwischen den Aufständischen, die aber so gewählt ist, dass da diese geheimen Informationen, zum Beispiel wir treffen uns zur nächsten Demo da und da oder wir haben eine Besprechung dann und dann, halt in dieser unverdächtigen Kommunikation eingebettet wurde. Dann wäre genau dieses Problem nicht aufgetreten. Da gibt es auch noch weitere Beispiele. Zum Beispiel gab es Ende der 70er diese Strategic Arms Limitation Talks zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion. Da ging es darum, um gemeinsame nukleare Abrüstung. Und was da vorgeschlagen wurde, da hatten die US-Amerikaner die Idee, naja, wir machen das einfach mal so. Wir müssen irgendwie das ja Ganze absichern, irgendwie auch über Kryptographie. Die Sowjets sollen nicht wissen, wo unsere Standpunkte für Nuklearwaffen sind und die Amerikaner, wir sollten also auch nicht wissen, wo die von den Sowjets sind. Aber wir wollen jetzt gerne mal wissen, was ist denn so State of the Art bei den Sowjets, die dürfen das Verschlüsselungsverfahren wählen. Jetzt stellt sich raus, das ist keine so gute Idee, denn wir können dieses Verschlüsselungsverfahren vielleicht so wählen, dass da zufällig noch Nachrichten bei rumkommen. Nämlich genau Nachrichten, die sagen, ach, da sind die Standpunkte, Standorte der Amerikaner. Ja, also in dem Fall wäre es halt gemein gewesen. Also in den normalen, unverdächtigen Nachrichten, diesen Ciphertexten, werden trotzdem diese Standorte eingebettet, sodass die Sowjets in der Lage wären, daran zu kommen. Diese Verhandlungen haben sich dann auch relativ schnell zerschlagen. Andere Beispiele, was man hier so halb sieht, ist die Great Firewall of China, weiß man vielleicht auch. In China gibt es diese riesige Firewall, die ganz, ganz viel Verkehr abfängt und kontrolliert und zensiert und blockiert. Und wenn wir jetzt in der Lage wären, quasi diese geheimen Informa oder diese sensitiven Informationen, also zum Beispiel, dass ich eine Seite benutze, die da gesperrt ist, wie WikiLeaks oder sowas aufrufe und diese Kommunikation zwischen mir und WikiLeaks in einer unverdächtigen Kommunikation irgendwie einbette, zum Beispiel, weil ich auf Google gehe oder
weil ich auf eine entsprechende Wetterseite gehe, die mir aber in der Kommunikation die Informationen über WikiLeaks einbettet, wäre ich in der Lage, halt dieser Zensur aus dem Weg zu gehen. Und es gibt dann noch Stuxnet und andere weitere Beispiele. Versuchen wir das Ganze mal zu abstrahieren. Wie sieht denn dieses steganografische Szenario aus, über das ich die ganze Zeit rede? Und wir haben wieder unsere Freunde Alice und Bob, die jetzt hier schon mehrfach aufgetaucht sind und die eigentlich in keinem IT-Sicherheitsvortrag, glaube ich, so richtig fehlen, zumindest nicht, wenn es in Richtung der Kryptographie geht. Und Alice und Bob kommunizieren über so einen Kommunikationskanal. Das ist deren unverdächtige Kommunikation. Das ist die Wetterkommunikation, über die ich vorhin geredet habe. Wenn darüber geredet wird, ist jetzt gerade schönes Wetter. Was Alice jetzt aber machen möchte, Alice möchte so eine Nachricht M an Bob schicken über so ein Dokument, was aussieht wie so ein Element dieses Kanals. Also Alice möchte eine sensitive Information an Bob schicken, die sie aber irgendwie in so einer, hey, bei mir ist es regnerisch, Nachricht einbettet. Zum Beispiel, indem sie halt auswählt, ist es heute trüb, regnerisch, neblig, es gießt in Strömen. Und je nachdem, was sie schickt, hat das eine bestimmte Semantik, die diese Nachricht kodiert. Und diese Kommunikation zwischen Alice und Bob, die wird aber abgehört von einem Warden. Ja? Und der soll jetzt rausfinden, steckt, ist das hier dieses D, ist das eine ganz normale, unverdächtige Kommunikation, die eh die ganze Zeit zwischen Alice und Bob stattfindet? Oder hat Alice da eine Nachricht drin versteckt? Da steht ja Steganographie drin. Das ist so ein Wächter daher, dass das klassische Beispiel, wo Steganographie benutzt wurde, ist, wir stellen uns mal vor, Alice und Bob sitzen beide im Gefängnis. Und wenn man vielleicht weiß, im Gefängnis, die Gefangenen, die dürfen sich auch gegenseitig Briefe schreiben, aber diese Briefe werden überwacht. Das heißt, wir haben einen Wärter, der all diese Briefe mitliest. Alice und Bob möchten nun aber nicht mehr im Gefängnis bleiben. Die möchten also ausbrechen und müssen irgendwie sich dafür synchronisieren und einen Plan finden, wie das funktioniert. Was machen sie? Sie müssen also in dieser unverdächtigen Kommunikation, in den Briefen, die der Wächter mitliest, irgendwie diesen geheimen Plan mit einbauen. Und das ist dann dieses Prisoner's Problem, nicht zu verwechseln mit dem Prisoner Paradox, das man vielleicht auch mal gehört hat. Gut, also das ist dieses steganographische Szenario, in was man sich gerne anguckt. Und jetzt will ich so ein bisschen Einblick geben in, was machen wir denn da in der Forschung? Ja, also was passiert in unserer Forschung in diesem Bereich? Und dazu gucken wir uns mal was an, was Tore auch schon gesagt hat. Wir erinnern uns, die NSA hat irgendwie mal an diese Firma von RSA ganz viel Geld bezahlt, damit sie den Zufallszahlengenerator wohl unsicher machen. Und dieser unsichere Zufallszahlengenerator nennt sich Dual EC. Was da passiert ist, ist, da wurden bestimmt, da sind so bestimmte Konstanten, das muss man jetzt auch überhaupt gar nicht verstehen. Ich habe die mal rot gemacht. P und Q sind so zwei Werte. Die sind da fest drin in diesem Algorithmus, ja? Und wenn man die aber geschickt wählt, dann kann man dafür sorgen, dass da doch Informationen rauskommen. Ja, jemand, der diese Werte P und Q geschickt gewählt hat, kann Informationen bekommen. Und die NSA wollte halt viel Geld oder hat viel Geld, 10 Millionen an RSA gezahlt, damit die diesen Zufallszahlengenerator implementieren. Der war auch fast 10 Jahre im Einsatz. Anderes Beispiel, Xcode Ghost oder MS Visual Studio, das ist ein Compiler. Das heißt, was macht ein Compiler? Ein Compiler nimmt Quellcode in einer Programmiersprache, Java oder sowas, und übersetzt ihn in eine Anwendung, die ich wirklich ausführen kann. Das heißt, ich muss also immer den Code nehmen, den übersetze ich in eine Anwendung und diese Anwendung kann dann auf dem Laptop, auf dem Handy oder wo auch immer ausgeführt werden. Problem ist, was ist, wenn dieser Compiler bösartig ist? In diesem Fall also sagt, okay, ich habe ehrlichen Quellcode, wirklich von meinetwegen WhatsApp, den kompiliere ich jetzt mit diesem bösartigen Compiler, Xcode Ghost, und was rauskommt, ist eine WhatsApp-Variante mit einer Backdoor hinten drin. So, dass derjenige, der diesen bösartigen Compiler da installiert hat, in der Lage ist, alle meine Nachrichten mitzulesen, obwohl eigentlich WhatsApp mir ja eine Sicherheit garantiert. Und was passiert ist, ist halt, dass dieses Xcode Ghost, also Xcode ist die Entwicklungsumgebung von den Macs, und in China war es zum Beispiel so, dass es relativ langsam war, auf diese Daten zuzugreifen, um sich Xcode runterzuladen von Servern aus den USA. Also haben sich Leute gedacht, naja, dann stellen wir halt auch die Kopien von diesen Daten auf chinesische Server. Und ein paar Leute haben sich halt gedacht, naja, und dann stellen wir halt manipulierte Daten, nämlich nicht Xcode, sondern Xcode Ghost zur Verfügung. Sodass sich Entwickler das runtergeladen haben, die dachten, sie haben den normalen Compiler
Also die Entwickler hatten gar nichts Böses vor, haben diesen normalen Compiler benutzt, haben damit Software kompiliert, in die App Stores von Android oder iOS zur Verfügung gestellt. Und diese Software hatte jetzt aber eine Backdoor drin. Letztendlich haben wir auch noch so in der EU, wird ja auch gerade viel darüber diskutiert, dass Backdoors eingeführt werden. Da gibt es dieses Schlagwort oder dieses Sprichwort Sicherheit trotz Verschlüsselung, wo so ein bisschen man jetzt sehr darüber diskutieren darf. Das ist auf jeden Fall ein heikles Thema, weil, okay, wenn ich Verschlüsselung erlaube, dann können das natürlich auch von Leuten benutzt werden, die unsere physische Sicherheit angreifen wollen. Ja, also hier bedeutet Sicherheit irgendwie Sicherheit gegenüber Terrorismus oder Verbrechern. Und deswegen ist die Idee oder eine der Ideen, okay, wir erlauben nur noch Verschlüsselung, indem so Backdoors drin sind, sodass die Strafverfolgungsbehörden das mitlesen dürfen. Okay, was ist jetzt so der rote Faden hinter all diesen drei Sachen? Naja, hinter all diesen drei Sachen ist, wir haben Systeme, die eigentlich was machen sollen, und zwar was Sinnvolles machen sollen. Also wir sollen hier kompilieren, wir wollen hier verschlüsseln, wir wollen hier Zufallszahlen generieren, aber die jetzt von Dritten manipuliert werden, sodass das entstehende System, sei es nur dieser Zufallszahlengenerator oder dieser Compiler, der dann manipulierte Apps ausspuckt, irgendwas ausspuckt, was die Sicherheit hintergeht. Ja? Also wir haben irgendwie eine manipulierte Software, die, also eine Software, die uns eigentlich irgendwelche Sicherheit garantieren soll, die aber manipuliert wurde, sodass diese Sicherheit nicht mehr gilt. Das Ganze kann man jetzt irgendwie abstrahieren, wurde auch gemacht, sogenannten Algorithm Substitution Attacks. Ich habe jetzt das gleiche Bild, das wir schon ein paar Mal gesehen haben, nochmal anders gemalt. Wir haben Alice, die irgendwie was verschlüsselt, die nimmt eine Nachricht und so einen geheimen Schlüssel, guckt einen Ciphertext aus, so einen Chiffretext, und der kann dann dekodiert werden oder dechiffriert werden. Und das ist jetzt das, das ist unsere ganz normale Verschlüsselung. So funktioniert symmetrische Verschlüsselung, haben wir jetzt auch schon mehrere Male gesehen. Und das Ganze kann jetzt halt manipuliert werden, zum Beispiel, indem dieser Verschlüsselungsalgorithmus ausgetauscht wird. Der Verschlüsselungsalgorithmus ist jetzt hier rot, der ist halt durch irgendeinen bösen Angreifer ausgetauscht worden. Und was kann dieser böse Angreifer? Na, der hat da in diesem Verschlüsselungsalgorithmus noch seinen eigenen Schlüssel, den Attacker Key, AK, deponiert. Und wenn der Angreifer jetzt diesen Ciphertext hier sich anguckt, wir erinnern uns, der Angreifer darf immer auf den Chiffretext oder Ciphertext zugreifen, dann kann er auch diesen AK-Schlüssel, den er da deponiert hat, nutzen, um den geheimen Schlüssel, der hier benutzt wurde, zu extrahieren. Ja, also ich kann mithilfe von diesen Ciphertext und diesen geheimen Angreiferschlüssel, den geheimen Schlüssel, der hier zum Verschlüsseln genutzt wurde, extrahieren. Okay, das wäre natürlich schlecht. In dem Moment ist meine ganze Verschlüsselung unsicher, weil irgendjemand kann offensichtlich meinen, irgendjemand, der nur Zugriff auf den Chiffretext hat, der ja über den unsicheren Kanal geht, ist in der Lage, meinen geheimen Schlüssel rauszubekommen. Jetzt kann man sich fragen, warum rede ich darüber? Habe ich mit Steganographie angefangen? Aber vielleicht kriegt man schon mal so ein Gefühl, was passiert denn hier? Naja, in Wahrheit wird ja dieser geheime Schlüssel hier, der SK, den betten wir ja in den Chiffretext ein, richtig? Das ist also ein sehr, sehr ähnliches Szenario. Und wir haben das aus zwei Blickwinkeln angeguckt. Erstmal haben wir uns diese Möglichkeiten angeguckt. Was kann denn passieren, wenn ich solche Algorithmen austauschen kann? Was kann denn bei modernen Protokollen passieren? Welche Möglichkeiten hat ein Angreifer? Da haben wir uns weit verbreitete Protokolle angeguckt, zum Beispiel Signal, was wir vorhin schon gesehen hatten, oder WireGuard, was in VPNs benutzt wird, oder TLS, was für das S beim HTTP vorhin sorgte. Was haben wir herausgefunden? Wir haben herausgefunden, dass die meisten modernen Protokolle angreifbar sind durch solche Algorithm Substitution Attacks. Das heißt, in den meisten modernen Protokollen, die heute so benutzt werden, wenn ein Angreifer in der Lage ist, Teile auszutauschen, dann kann da Informationen geleakt werden, und zwar so, dass der Benutzer das gar nicht mitbekommt, dass Informationen darüber gehen. Ja, also dieser ausgetauschte Algorithmus hier, der verhält sich für den Benutzer genauso wie der Originalalgorithmus. Der kann das gar nicht feststellen. Und was wir auch noch gesehen haben, das haben wir gerade schon diskutiert, diese Algorithm Substitution Attacks sind einfach ein Spezialfall von Steganographie. Ja, also wir können das nämlich, wir drehen das Ganze auf den Kopf quasi. Wir betten jetzt, der Bösewicht bettet jetzt hier den geheimen Schlüssel in den Ciphertext ein. Und kann den dann auch wieder extrahieren. Das heißt, wir
springen hier ein bisschen durch die Gegend, wer ist Alice, wer ist Bob, wer ist gut und wer ist böse. Und wenn man dann ganz genau hinguckt, stellt man fest, ja, diese Angriffe, die sind in Wahrheit auch nur ein Beispiel für Steganographie. Und all diese Sachen, die wir vorher gesehen haben mit Xcode Ghost oder mit dem Sicherheit trotz Verschlüsselung und so, können wir alles als steganographische Szenarien auffassen. Dann Backdoor in die Verschlüsselung einbauen. Quasi also die EU planen im Wesentlichen vielleicht genau sowas zu tun. Dazu zu verpflichten, dass diese Backdoors eingebaut werden. Das ist die eine Anwendung, mit der wir uns beschäftigt haben. Das ist also quasi, was ist, wenn ein bösartiger Angreifer irgendwie in der Lage ist, Code zu manipulieren? Und festgestellt, das ist irgendwie eine Spezialart von dieser Steganographie und haben auch mal angeguckt, was können Angreifer machen. Netterweise, dadurch, dass wir wissen, das ist ein Spezialfall von Steganographie, sind wir aber auch in der Lage, schon Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Was kann man machen, um festzustellen, dass die eigene Software manipuliert wurde? Was kann ein Angreifer überhaupt tun? Wir wollten aber noch ein bisschen mehr vielleicht diesen Grundgedanken fördern, dass Steganographie erstmal was Sinnvolles ist, dass wir halt geheime Nachrichten, Übermittlungen für was Gutes halten und für was Sinnvolles, gerade im Bereich von Zensur. Und deswegen haben wir uns mal genauer in jüngerer Zeit mit Blockchains befasst. Ja? Blockchains so ganz allgemein, was ist das? Das sind einfach so ganz viele Computer, die zusammen auf einem großen Ding schreiben. Die treiben alle zusammen so eine Datenbank. Die bekannteste Blockchain ist Bitcoin. Davon haben wahrscheinlich die meisten schon mal gehört. Das heißt, in dieser Blockchain geht es darum, dass Geld ausgetauscht wird. Also Bitcoins, virtuelles Geld. Gucken wir uns das mal genau an. Was passiert denn bei Bitcoin, um so ein Gefühl zu bekommen? Ja, also wir haben irgendwie vielleicht Alice und jetzt haben wir mal einen neuen Buchstaben, nämlich Charlie. Und auf dieser Blockchain, auf dieser Datenbank, wo alle schreiben dürfen, schreibt Alice jetzt, Alice möchte Geld an Charlie überweisen. Möchte ihm ein Bitcoin überweisen, zwei Bitcoin, was auch immer. So, jetzt kennen wir das auch von der Bank her. Es hilft nicht so viel, einen Check einzureichen, wo drauf steht, Tore möchte mir gerne 10.000 Euro überweisen. Das funktioniert leider nicht so gut. Oder aus Tores Sicht vielleicht ist das ganz gut, dass das auch nicht so funktioniert. Was fehlt, damit das funktioniert? Wieso kann ich nicht einfach einen Check einreichen, sodass Tore mir ganz viel Geld überweist? Eine Unterschrift, genau, eine Signatur, ne? Das heißt, zu all diesen Transaktionen gehört auch noch eine Unterschrift von Alice, damit auch alle sich sicher sind, hey, diese Transaktion kommt wirklich von Alice. Spannenderweise, diese Unterschrift, die sind schon ein paar Mal gerade auch aufgetaucht. Das ist eigentlich genau das Gleiche, was wir haben, wenn wir dieses Covid-Zertifikat haben auf dem Handy. Ja, das ist einfach nur die Unterschrift. Irgendwer hat unterschrieben, ja, Sebastian ist geimpft. Und das kann man dann kontrollieren. Jeder kann gucken, okay, das wurde vom RKI unterschrieben, Sebastian wurde geimpft. Das sind genau diese Signaturen. Das Spannende an diesen Signaturen ist, die können wir benutzen. In diese Signaturen können wir Informationen einbetten. Ja, also wie machen wir das? Sagen wir mal, Alice schickt jetzt nicht nur eine Signatur, nicht nur eine Transaktion an Charlie, sondern 11 Stück. Also hier haben wir die erste Transaktion, die zweite, die dritte und so weiter und die 11. Transaktion. Und Alice möchte jetzt eine Nachricht an Bob schicken. Bob ist noch gar nicht auf dem Bild. Ja? Was macht Alice? Alice bettet diese Nachricht irgendwie Stück für Stück in diese Signaturen ein. Diese Signaturen brauchen relativ viel Zufall und das können wir dann zunutze machen. Und Bob, der vielleicht gar nicht beteiligt ist an dieser ganzen Blockchain, kann sich aber diese Blockchain runterladen und kann gucken, hey, finde ich Signaturen, in denen Nachrichten für mich eingebettet wurden. Und tada, wenn man das Verfahren nutzt, was wir uns erdacht haben, dann geht das. Und dann geht das auch so, dass niemand in der Lage ist, herauszufinden, dass in dieser Signatur hier, in dieser Transaktion irgendwie eine geheime Nachricht für Bob drinsteckt. Und Bob, der muss noch gar nicht mal, der muss gar nichts damit zu tun haben, denn er schickt ja das Geld an Charlie. Und Bob lädt sich halt die Blockchain runter. Das kann jeder machen. Ja, die Blockchain ist öffentlich verfügbar, das kann sich jeder runterladen. Das heißt, Alice kann ihre Nachricht in diesen Signaturen verstecken. Bob kann dann zu einem späteren Zeitpunkt diese entsprechenden Blöcke runterladen oder auch die ganze Blockchain, kann rausfinden, sind in dieser Signatur Informationen von mir drin oder Informationen für mich drin und kann die extrahieren. Und das funktioniert für verschiedene Blockchains. Ich habe mal nachgeguckt.
So ein paar dieser Blockchain haben inzwischen um die 10.000 Transaktionen in der Sekunde. Bitcoin nicht. Bitcoin kann interessanterweise nur 7 Transaktionen in der Sekunde. Aber andere Blockchains, Ethereum zum Beispiel, plant 100.000 Transaktionen in der Sekunde mit dem nächsten Update unterstützen zu können. Das ist also viele solche Signaturen, die da stehen. Zu jeder Transaktion gehört eine Signatur. Das heißt, wir haben 10.000 Signaturen, die da in der Sekunde produziert werden. Kommunikation ist nicht detektierbar im Wesentlichen, also niemand kann unsere Signatur, in der irgendwelche Nachrichten drin stecken, von einer echten Signatur unterscheiden. Das heißt, das sieht aus wie eine echte Signatur. Sie hat nur noch zusätzliche Informationen, die wir da reingepackt haben. Und dadurch, dass wir das Ganze auf der Blockchain laufen lassen, weil das so eine verteilte Datenbank ist, die von ganz vielen benutzt wird, ist es auch unheimlich schwer, diese Kommunikation zu zensieren, ja? Um zu verhindern, dass diese Daten in die Blockchain gehen, müssen wir im Wesentlichen die ganze Blockchain blockieren und den Zugriff komplett abschalten. Ja? Das heißt, dass niemand mehr auf diese Blockchain zugreifen darf. Und das haben wir relativ jüngst uns überlegt, dieses Protokoll, wie das funktioniert. Und wir hoffen so ein bisschen, dass das vielleicht auch, also Tora hat auch einen Prototyp dazu geschrieben, das heißt, das kann man benutzen für Bitcoin. Ja? Also jeder, der gerne möchte oder der Zugriff auf Toros Code hat, den wir dann auch irgendwann mal online stellen, der sogar online ist, kann das sogar benutzen. Also ist benutzbar, um sicher und geheim zu kommunizieren über die Blockchain. Man muss natürlich auch die entsprechenden Transaktionsgebühren jetzt für Bitcoin da zahlen. Man führt ja Transaktionen durch. Man auch sagen, die sind bei Bitcoin relativ hoch, die sind bei anderen Blockchains sehr niedrig bis nicht existent. Aber mit solchen, das ist quasi die gute Seite. Ja, wir möchten diese Steganographie nutzen, um Leute zu unterstützen, um sichere Kommunikation zu bieten, die halt auch nicht detektierbar ist. Also die nicht nur dafür sorgt, dass der Inhalt versteckt ist, sondern die Tatsache, dass diese Kommunikation stattfindet, ist versteckt. Während der Teil vorher war halt mehr so, okay, wir können halt bestimmte Angriffsszenarien auch als steganographische Settings betrachten und können daraus Dinge lernen, um Verteidigung herzustellen. Was man so auch so im Studium lernt hier ist, um zu verstehen, was die Angreifer machen können, muss man sich auch in deren Schuhe begeben. Und dann, um zu wissen, was können wir als Verteidigungsmechanismen entwickeln. Also kurzer Fazit von mir. Verstecken von Nachrichten ist wichtig. Ja? Es gibt so gute Anwendungen, also im Sinne von, wir möchten Leute unterstützen, sicher zu kommunizieren. Es gibt schlechte Anwendungen im Sinne von, es gibt Angreifer, die solche Szenarien ausnutzen können. Wir haben halt Potenzial für Angriffe und für Kommunikation. Und wir haben relativ intensive Forschung dazu. Es gibt auch noch mehr intensive Forschung zur Steganographie im Bereich von Bildern, also manipulierte Bilder, Informationen in Bilder oder Videos einbetten. Und seit neuestem halt oder seit den letzten paar Jahren kommen halt auch noch alternative Sachen dazu. Also nicht nur Multimedia-Steganographie, sondern viel weitere Begriffe, wo wir relativ viel Forschung dazu gemacht haben. Okay, dann danke ich erstmal für die Aufmerksamkeit. Gibt es irgendwelche Fragen dazu? Ja. Okay, ja, dann danke für den letzten Vortrag. Ja, also die Frage ist, gibt es Protokolle, so dass wenn bestimmte Sachen ausgetauscht werden, also durch bösartigen Code, die trotzdem noch sicher sind? Und ja, da gibt es relativ viel Forschung auch in den letzten Jahren zu. Wir sind da auch mit dabei, sodass man halt zeigen kann, also die typische Idee ist, ich kann den Code vielleicht vorher testen lassen, also ich installiere mir die Software und jetzt mache ich ein paar Tests drüber, um zu gucken, ist das denn manipuliert worden. Und wenn ich jetzt genug Tests mache und dann noch ein bisschen dafür sorge, dass der Angreifer nicht so richtig kontrollieren kann, was da in die Software reingeht, das ist sehr high level jetzt, dann kann ich dafür sorgen, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit ich auch mit manipulierter Software umgehen kann und die mir trotzdem die Sicherheit bietet. Ja. Da haben wir auch gerade eine Arbeit, oder arbeiten mit Kollegen aus Wuppertal zum Beispiel dran.